Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean Galactic Survival. Ja, ich habe mir jetzt die ganzen Bestandteile zusammengebastelt, um einen neuen kleinen Scheißer zu bauen. Der nächste Angriff ist in weniger wie 3 Tagen. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir das Schiff bauen und es uns dann gleich instant weggebratzt wird. Das, kann passieren. So. Und zwar sagen wir hier Connect. Wir brauchen den einen Starter, heben wir uns mal auf. Wir brauchen auf jeden Fall das zum Anfang. Wir brauchen das zum Anfang. Und danach gucken wir gepflegt weiter. Das ist schon mal nicht ungeil, dass der diesen grünen Block hier noch in der Hand hält. So. Aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen nach oben gehen. Den Kern baue ich dann später um. Weil ich habe ein bisschen was vor, vor allem mit der Nase. So. Und dann schauen wir mal langsam. Das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich hier hin und ich habe mir nämlich eine Handvoll Metallblöcke gemacht. Ja, vielleicht wird der kleine Scheißer nämlich dann doch nicht mehr ganz so klein, sondern und auch vor allem nicht mehr ganz so scheiße. Nein, den wollte ich da nicht hin haben. Das ist immer schwierig. Wie bricht man sowas ab? Außer dass man reinfährt? Ich weiß es nicht. Da wollte ich ihn drauf haben. Vielleicht wird er sogar relativ groß. Jetzt machen wir nochmal eins hier. Wir schalten den Symmetry Mode ein. So. Mit der Taste N und dann eben entsprechend die Achse. Ich sag mal, was habe ich denn hier mit dem falschen Knopf? Wenn ich F4 drücken möchte, dann sollte ich F4 drücken und nicht F5. So. Der Kamerad bekommt nämlich Waffen. Und wenn es bloß die kleinen fucking Gatlings sind. So. Und jetzt gehen wir nämlich gepflegt nach hinten. Allerdings nur an der Seite und nicht oben. Und natürlich auch unten. Das ist die falsche Taste, wenn man drehen möchte. So. Der hier und dann brauchen wir das Spitzhalter. Oben natürlich nicht.
So, dann sind wir bei dem hier. Da gehört jetzt dann rein, ich glaube, der hier. Kriege ich den jetzt hier einigermaßen vernünftig gedreht? Sag er mal. Ja, wo kann er jetzt hin? Ah, so Körper. Hier vorne nehme ich eine Flugspitzennase-Dings. Den könnten wir theoretisch. Hier noch weiter reinziehen. Vielleicht mal vorne das vorn und unten oder irgendwo ein Lampal dran. Nee, das lassen wir mal so, wie es ist. Das so. So, jetzt brauche ich die von dem auf dem ganzen Block. Ist das der hier? Oder ist das? Na, wei, wei. Ja, der geht mir raus auf den Ganzen. Jetzt habe ich natürlich gleich was vergessen herzustellen und das Ding stellt jetzt natürlich andere Sachen her. Hoppla. So, diesmal möchte ich nämlich da rein und möchte wirklich hier hin. Da macht er dann den Wasserversorger. Das heißt, ich habe gleich noch ein bisschen mehr Aufträge gegeben. So, ich will jetzt haben für Schiff davon zwei. Nämlich gucken, wie groß die sind. Würde hier gerne mit Flügelchen bauen. Und nicht wundern, wenn die jetzt etwas verquer angebracht ausschauen. Das ist jetzt quasi am Anfang schon mal ein bisschen Absicht. Was braucht denn der davon? Mechanische Komponenten, Glasfaser, Elektronik.
machst du mal die Medistation danach. So. Weil die Flügelchen wären mir dann doch wichtiger. Ich hoffe, dass er die zwei Dinge da hinkriegt. So, man sieht leider ein bisschen wenig von dem, was er jetzt hier so genau treibt. Aber ich muss wissen, wie groß die Flügel sind. Also das sind ja modulare Flügel, die wir jetzt hier bauen. Eben mit Abgesicht. Ja, wunderbar. Hat alles seine Richtigkeit und funktioniert. So, die zwei Flügelchen brauche ich als nächstes. So. Breites Trapez wäre grundsätzlich geil. Der ist 4 breit. Wenn da ein Bau steht, da vorne ein über und hinten mich. Das heißt, der muss hierhin. Dann kommt da noch mal ein ganzer Block. Und dann kommt wieder der Übergang zur Schräge. Moment. Das war nicht der, der. Ja, und dann geht's mit dem hier nämlich noch ein Stückchen weiter nach hinten. So. Ziehen wir uns mal das Cockpit runter. Das soll nämlich von der Höhe hier rein. Das da hätte ich gerne. Das wird sowas von überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
So. Gut, nee, das ist hier vorne zu klotzig, klobig, klumpig. Das muss noch ein bisschen anders werden. Demontieren. Der kann da jetzt noch nicht weg. Sonst fällt das Cockpit runter. So. Der und dann machen wir hier schräg. So, der hier. Der hier. Okay. Gut, ein bisschen besser. Jetzt kommt auch eine Schräge hin. Dann brauchen wir die zwei Lampen. Ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Moment, ich glaube, so wird das nicht. Nee, so würde das nichts werden. Das heißt, ich finde jetzt einen Block, der das erfüllt, was ich haben möchte. Ein schräges Dreieck.
Also quasi diese nur in schräg. Und die scheint es so aber nicht zu geben. Dann nehmen wir die Lampen hier noch mal weg. Ja, wobei, nee, hätte ich eigentlich lassen können. Die Würfellampen und der soll ja da verjüngt werden. Der soll ja nach innen rein. Dann kann man das doch so machen. So. Nein, ich brauche hier den da. So rum. Und dann den hier. Der und vorne der. So, Scheinwerfer. Dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal so ein paar Flügelchen. So viel zum Thema, ich habe schon mal da was vorbereitet. So, Füße. Füße sind auf jeden Fall auch wichtig, damit das Ding stehen kann. Später vernünftig, irgendwann mal. Drei, was haben wir denn da? Drei und einer ist versenkt und drei lang. Okay, das ist in Ordnung. Nehmen wir da die drei raus. So, den drehen wir einmal um und der muss dann da rein soll der. Moment, die müssen hier drüben müssen die auch raus. Moment. 1, 2, 3. Dann nehmen wir noch einen vierten raus und hier auch nur sicherheitshalber.
Okay, gut, dann steht da irgendein weiter hinten. Der letzte kommt dann hier hinten mittig irgendwo rein. Flügelchen. Da. Jetzt hat man das breite Trapez. Gekipptes Trapez. Grundsätzlich ja. Das ist Verbinder groß, Verbinder mittel. Nein, kein Delta. Der ist angewinkelt, den will ich nicht. Den wollte ich. So. Dann kommen hier nämlich normal Flügelchen hin. Also ihr seht, wo das Ganze hinführen soll. Das soll so eine Art Doppeldecker für Arme werden. Und eventuell kommt so nochmal ein Pärchen Flügel oben drauf. Dann ist es ein Dreier und dann wird es ein. Dann male ich ihn rot an und dann wird es ein Red Baron. Haha. Tja. Dann können sich die roten Zerax aber mal warm anziehen, wenn ich hier mit dem roten Baron angescheißert komme. Naja, man braucht halt ein wenig Fantasie. So, fangen wir an hier reinzubauen. Den Platz mal vernünftig ausnutzen, den wir hier drin haben. Das da. So. Wir haben hier dahinter mal. So, wir nehmen das Ding dann noch einmal weg. Und den auch. Das gleich auf der anderen Seite. Schubdüsen. Und zwar werde ich den ganzen Spaß verstecken, nachdem es keinen Block-Damage gibt, den die Schubdüsen verursachen. Lasse ich die gegeneinander gucken.
Das war wieder mal der total falsche Knopf. Die 5 wollte ich haben. So, nämlich so, dass die nach innen schauen. Das gleiche machen wir mit den Dingen, die nach unten gucken, dann sind die nämlich versteckt, dann sieht die keiner. So. Jetzt brauchen wir wieder der was, den wir da rausgenommen hatten. So. Packen wir den wieder hin, dann sieht das kein Mensch. Da wollte ich da vorne ein bisschen Sauerstoff reinpacken. Und dann kommt da vorne, der Motor ist klassisch vorne. Pack mal den da nämlich rein. So, da unten wird ja zugemacht. Oh. Sind mir die Dinger ausgegangen? Ich habe noch welche. So, Schub nach unten. Haben wir gesagt, wird zugemacht. Da kann ich nichts mehr hinstellen. So, die Düse, diese eine Düse darf man auf jeden Fall sehen. Was er nach unten schiebt darf, das ist okay. Also nach oben. Nur den Gegenschub nach unten, den will ich eigentlich nicht, dass gesehen wird. Der kommt hier hin. Okay, der ist jetzt oben hier komplett abgedichtet. Macht nichts, weil gibt keinen Block Damage. In Space Engineer ist das übrigens anders, da kann man auch so bauen. Aber es müssen, lass mich nicht lügen, 8 Blöcke oder 9 Blöcke Luft dazwischen sein. Das heißt, der 9. oder 10. Block hinter einem Triebwerk bekommt keinen Damage mehr. Da müsste man entsprechend breiter bauen. Und dann kann man hier nicht solche vorgefertigten Flügelchen nehmen, die es, glaube ich, in Space Engineers auch gar nicht gibt. So, da müsste man das hier quasi selber entsprechend rausziehen, um die Düsen da reinbauen zu können. So, kann man ja alles machen. Das wäre dann schon, Moment, links, rechts, rauf, runter.
Ach ja, vor und zurück, genau. Das heißt, so, mit dem patsch mal dahin. Das ist die Bremse. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen Tanks. Dann brauchen wir den Detektor. Der passt hier wunderbar rein. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal zwei Flügelchen. Oh, das sind die zwei. Bei den hier. Nee, nicht den. Den da. So, der ist es natürlich aufgrund des fehlenden Mittelstückes etwas kürzer. Also dieses von diesem Übergang-Ding. Was ich da unten dran schraube, weiß ich noch nicht. Eventuell weiteren Schub. So, dann brauchen wir die Munitionsbox. Container Controller, Munitionscontroller. Und die Dinger, die Kreisläufe müssen eben entsprechend voneinander getrennt sein. So, das wäre das Zeugs. Dann kann ich hier noch mal eine Lage Sauerstoff reinschmeißen. Naja, man braucht schon reichlich Fantasie, um einen Doppeldeckerflieger da drin zu erkennen. Und ich hoffe, ich komme von unten auch einigermaßen dann da in das Teil rein. Wenn der dann tatsächlich am Boden steht. So, was wir jetzt machen müssen, ist den Kern umplatzieren. Schauen wir mal, was wir nun noch so an wichtigen Teilen haben.
Lalalala. Ach, die ACS. Den Container Controller. Und die zusätzlichen Schubdüsen noch. Die ACS. Dann das hier ist Controller Block, okay. Da darf ich den anderen Controller nicht, also nicht den Controller Block, sondern das ist so ein Speichermodularerweiterungsteil. Da darf ich den anderen nicht direkt dran setzen, er darf höchstens diagonal dazu sein. Dann würde ich den hier gerne entsprechend verjüngen. Na. Nein, lass den doch in Ruhe. Den da. So. Nee, so eigentlich nicht. Dann welcher ist denn das, der da entsprechend anfängt reinzugehen? Das ist der hier? Nee, der ist. Gut, okay, dann lassen wir den hier hinten, so wie er jetzt da ist, diesen Aufbau. Dann, okay. Da fällt mir jetzt der passende Block nicht zu ein. So, die Erweiterung, dann.
Na? So, diagonal dürfen sie ja, dann verbinden sie sich nicht. Dann haben wir da unseren Frachtblock. Also hier unten könnte man eben entsprechend noch irgendwie mit dran bauen, so dass ich das, dass das eben verbunden ist mit der Struktur hier oben drauf. Da kann man auch so Miniguns und so einen Spaß hinhängen oder auch eben entsprechend die anderen Triebwerke. Dann schauen wir jetzt mal, wie wir den Spaß da verjüngen. Die Ecke wird auf jeden Fall das hier. Wenn ich den einen weiter vorne setze, ja, dann. Dann würde der, müsste der aber auch schräg werden. So, das war der Punkt, warum ich das nicht getan habe. Okay. Wegen dem Flügelchen hier. Keine Ahnung, man wird wahrscheinlich nicht gut sehen da drin. Aber das Ding soll ja nach hinten raus schmaler werden. Na, wo ist er da? Nein, der hier. So, und jetzt brauche ich den eigentlich noch mal, aber invertiert, damit er hier gerade nach unten kommt. Nee, eigentlich nicht. Der ist es nicht. Was ist denn das Gegenpart da dazu? Damit ich hier unten wieder gerade lande. Das ist der hier? Ja, der ist das.
So, das blöde Dreieck, wo bin ich das denn jetzt hier? Ist hier bei den Connectors drüben? Das der hier? Nein, der ist das. Der ist das nicht. Ach, jetzt wird's blöd. Ja, der ist es. So. Das ist jetzt das Spitzel. So, jetzt möchte ich den nämlich hier auch an der Seite. Wobei, Moment. Mann. Ja, okay, Stunde Flieger gebaut. Das sind jetzt fast schon zwei Folgen. Ich baue den mal fertig und setze euch dann vor vollendete Tatsachen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Irrungen und Wirrungen des kleinen Scheißerli-Baus. Ich habe die Zeit total verpennt. Naja, ich hoffe, ihr wart geduldig mit dabei. Ansonsten müsst ihr halt beim nächsten Mal wieder einschalten. Die nächste Folge sind hoffentlich wieder bloß 30 Minuten. Aber ich bin sowieso so weit voraus. Macht's nichts, wenn da mal eine Folge mal ein bisschen länger ist. Ihr könnt euch die auf zweimal anschauen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.